Moin moin Freunde und willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, heute werde ich einfach mal ein paar Fragen beantworten. Also sorry schon mal für ein paar Sprachfehler oder sonstiges. Ich hau das Ganze jetzt hier einfach mal random raus. Ansonsten will ich jetzt einfach mal ein paar Fragen eingehen, die halt oft in den Kommentaren gestellt werden. Währenddessen bin ich einfach hier im mysteriösen Dungeon ein bisschen am Autojagd farmen und werde ein paar Proteinhappen verfüttern an meinem Pet, weil das so schön ist. Ansonsten legen wir einfach mal los mit der ersten Frage und zwar: Wechselst du mal auf Körperkrieger? Tatsächlich nein, ich werde nicht auf Körperkrieger wechseln. Mein Char bleibt Mentalo einfach wegen PvP. Das macht sehr Spaß als Mentalo. Ansonsten ist das Wichtigste in PvM für mich starker Körper, denn hier habe ich einfach den Vorteil, ich fliege von den Monstern auf Yohara einfach nicht weg. Natürlich kann man jetzt sagen, Körperkrieger mehr Damage, bla bla, tralala, hopsasa, besser für Bosse farmen, bla bla, aber ich farm einfach nicht aktiv. Ich habe auch tatsächlich nicht wirklich viel Zeit dafür, aktiv zu farmen. Ich habe viel um die Ohren gerade in der Zeit. Deswegen ist es für mich einfach viel lohnenswerter, den Char einfach Autojagd zu stellen und dadurch einfach was zu farmen. Deswegen finde ich es ganz praktisch, dass es sowas wie Aufhebepads und so weiter gibt, weil ich mache täglich meine 25 Won mit dem Char. Natürlich könnte man jetzt sagen, wenn ich aktiv farmen würde, würde ich mehr machen, klar. Aber wie gesagt, so habe ich halt einfach mehr Zeit zum Videos bearbeiten und so weiter und so fort. Und kann einfach mehr für den Spaß tun, wie zum Beispiel fürs Handelsprojekt oder für Tiger Ghost und so weiter und so fort jetzt. Also das ist sonst einfach zu viel, wenn ich jetzt noch aktiv farmen würde mit Körperkriegern. Deswegen ist es so für mich halt einfach viel, viel praktischer. Mit meinem EQ-Stand, denke ich, würde ich trotzdem alles schaffen als Körperkrieger, aber ich bleibe trotzdem Mento, weil es halt einfach viel entspannter ist. Vor allem, wenn ich dann mal keinen Ring haben sollte oder sonstiges. Sonst machen wir weiter mit der nächsten Frage. Neues Intro erstellen wäre geil. Ja, natürlich, also da kann ich euch schon mal versprechen, nächstes Jahr kriegen wir auf jeden Fall ein neues Intro und ein Outro auf meinem Kanal. Also da einfach nochmal ein bisschen abwarten und dann läuft das Ganze von alleine. Also ich denke mal so um den Dreh Februar, März rum werde ich ein neues Intro erstellen bzw. Outro. Machen wir weiter mit der nächsten. Cooler Char, wie lange spielst du den schon? Oh, da können wir tatsächlich mal reingucken. Ich mache mal kurz Stopp mit der Autojagd. Wir loggen uns gleich wieder ein und dann gehen wir mal kurz in den Charakter, weil dann kann ich mal generell darüber sprechen. Also mein Kanal auf YouTube, kann ich sagen, existiert seit Ende November 2018, meine ich gerade. Und seitdem habe ich halt auch angefangen. Also die ersten Clips waren halt direkt mit dem Char hier zusammen verbunden, so ein bisschen. Also der Char hat mittlerweile 364, fast ein Jahr, Alter, krass, 364 Tage Spielzeit. Aber der läuft halt gefühlt 24/7 Autojagd, außer an Wartungsarbeiten natürlich. Ansonsten haben wir noch weitere Chars hier, wie mein Low-Level-Mento mit 42 Tagen, 59 Tage noch ein 120er-Char, das war mein alter Main. Oder noch mein Low-Level Vasu, der Level 57 und Simply 55 heißt sehr schön mit 73 Tagen. So, gehen wir wieder rein, würde ich sagen, und machen weiter mit dem mit der nächsten Frage. Die nächste Frage, was haben wir denn? Moment, ich muss meinen Char erstmal wieder hinstellen, Prioritäten setzen und so. Zack, zack, alles wieder anmachen, Petsruf nicht vergessen und es läuft weiter. Nächste Frage, warum schaltet der nicht um? Kriegst du nachts eigentlich nie Kicks oder Fensterfreeze? Würde mich mal interessieren, wie häufig das bei dir vorkommt. Oder du Tipps hast und holst dir mythisch Tickets aus dem IS oder farmst du die am Boston? Also, es gibt einen kleinen Unterschied bei denen hier. Das sind die mysteriösen Tickets und es gibt mysteriöse Tickets Premium. Die Premium-Tickets sind aus dem Itemshop und sind handelbar. Und die selbst erfarmten sind nicht handelbar und haben das Premium halt nicht stehen. Also, die hier sind alle selbst erfarmt. Meistens, wenn das Aufhebepad durch ist, farme ich mir wieder so 40, 50 Stück, damit ich wieder ein paar am Start habe. Das Ganze dauert dann, was weiß ich, eine Woche maximal, dann habe ich die wieder zusammen. Das ist dann halt das aktive Farmen, was ich halt derzeit mache. Aber ansonsten hole ich mir die eigentlich immer selber. Also ich erfarme die mir meistens immer selber. Dann zu Fenster, Freezes oder sonstiges. Ich habe täglich eigentlich welche. Also Kicks jetzt nicht, muss ich tatsächlich sagen. Kicks habe ich eigentlich gar keine. Aber die Freezes mit dem Wackelbild und so weiter, die habe ich eigentlich fast täglich. Gerade wenn ich zwei Chars Autojagd laufen habe, wie jetzt. Also heute Nacht hatte ich zum Beispiel meine Ninja bei Tiger Ghost zum Beispiel ein. Bei meinem Main bis jetzt noch keinen, aber an sich so jeden zweiten Tag bestimmt einmal. Dann mal die nächste Frage, was versteckt sich da im Granatfenster bei 4 Minuten 30? Ja gut, Granatfenster, 4 Minuten 30 kann ich euch jetzt nicht zeigen vom Video her, aber ich zeige euch das trotzdem mal. Und zwar habe ich hier einen heftigen Alchistein, also das ist der brutalste Alchistein auf der Welt wirklich. Einen geschliffenen Granat, vor allem Stufe plus 1 mit 150 TP und 300 Excellent. Ich habe den damals gezogen, ich will den einfach nicht verschwenden, ich weiß nicht wieso. Ich behalte den einfach und irgendwann, wenn ich so einen kompletten Ex-Ring in, was weiß ich, Roh und Schliff und so weiter habe, baue ich den einfach just so von in die zweite Seite ein. Also an sich gesehen ist das Ding nur Spaß, ich habe hier am Liegen. Es ist nichts Besonderes. Nächste Frage. Jetzt kommt die wichtige Frage für viele. Wann hast du vor, Alastor zu farmen?
Ich werde niemals Alastor farmen, höchstens mal mit 2 Chars. Also, wenn ich Alastor farmen würde, dann würde ich meine Charmy mitnehmen, mein Main und das war's. Ich habe keine High-Level-Chars derzeit, mein Sura kommt noch, mein Ninja kommt noch, dann hätte ich rein theoretisch 4. Dann könnte ich den Alastor-Duo laufen, aber wenn das der Fall sein sollte, da können wir über Jahre reden gefühlt, weil die Chars haben kein Equipment, die Chars haben keine Bio, die Chars haben nicht diese Quests absolviert, die ich machen muss. Das wäre halt einfach noch viel zu viel Arbeit. Und ich habe einfach nicht wirklich die Zeit dafür, das alles noch zu machen. Vor allem, um die Quests dann laufen zu können mit den ganzen Laufwegen und so weiter. Das ist halt einfach nicht meine Welt. Ich habe lieber so Runs wie Razador zum Beispiel oder wie, was weiß ich, Drache, wo man mit 1 Char hingehen muss oder maximal 2. Dann die Truhen sind einheitlich verteilt oder man hat halt 8 bis 10 Truhen immer. Man hat nicht durch mehrere Chars mehr Truhen und so weiter. Das sind halt einfach nicht meine Runs. Ich habe lieber einen Run, wo man standardgemäß denselben Drop hat, als dass man mehr Chars mitnimmt, nur dadurch mehr Drops hat. Ich finde dieses Konzept einfach nicht gut. Und deswegen ist es halt auch einfach nicht für mich, geschweige denn ist es auch extrem zeitaufwendig. Ich habe nirgendwo die Quests absolviert, ich habe auch nicht das Equipment für Alastor, kommt dazu. Natürlich habe ich jetzt nicht gerade schlechtes Equipment, ich würde aber dementsprechend auch viel zu wenig Damage machen. Dann bräuchte ich noch einen Duo-Partner dafür, deswegen wird das Ganze auf jeden Fall bei mir erstmal gar nichts, weil ich halt einfach auf Autojagd aufgebaut bin und das Spiel so spielen möchte. Nicht auf dieses aktive Alastor-Hustlen. Vor allem, wie gesagt, ich hätte halt maximal für Alastor-Farm 2 Stunden täglich. Das wären vielleicht, wenn es hochkommt, was weiß ich, 4 Runs. Dann muss ich noch irgendwie an die Schlüssel kommen, die derzeit arschteuer sind. Die Truhen werden günstiger. Also indirekt würde ich weniger Gewinn machen durch Alastor mit der Zeit, die ich habe, als wenn ich Autojagd laufen lasse, die aber 24/7 laufen kann. Ich könnte natürlich Nordwindschlucht auch laufen lassen für Feuerruhen, aber derzeit sind zu viele auf dem Markt, die gehen nicht verkauft und hier mit dem habe ich halt das ganze Petfutter, was ich hier droppe, was halt für mich deutlich lukrativer derzeit ist und deswegen kommt Alastor derzeit einfach für mich nicht in Frage. Falls mal irgendwann ein neuer Run kommen sollte, der halt für mich persönlich einfacher ist, nicht weil er einfacher ist selber zu laufen, sondern einfach im Sinne von nicht 8 Chars mit reinzunehmen zu müssen, um mehr Truhen zu kriegen oder sowas, dann bin ich auf jeden Fall am Start bei so einem Run. Geschweige denn meistens dann eher sowas in Richtung Duo. Dann, da habe ich bestimmt irgendjemand in der Gilde, der es mit mir machen würde. Nächste Frage, ist Level 30 irgendwie Hardcap? Du hast ja gefühlt seit einem Monat ja nicht mehr gelevelt. Also ich habe mehrere Monate schon nicht gelevelt, weil es nicht weitergeht. Und zwar ist das Hardcap bei 25% EXP mit Champions Level 30. Das ist auch das Max-Level. Die 25%, also die eine Kugel, sind einfach dafür da, für Bücher lesen. Denn man braucht zum Beispiel für den Erdbeben-Skill hier Champions XP, deswegen haben wir dann ebenfalls hier nochmal die Chance durch 25%, die man vollleveln kann, XP zu erhalten, um dann halt am Ende die Bücher lesen zu können. Also Champions Level 30 ist Max, die Frage kam halt auch relativ häufig vor, deswegen wollte ich das hier auch nochmal erwähnen. Nächste Frage, mach mal ein Video über deinen PC und ob du auch Kick bekommst beim Autohunten. Ja, zu den Kicks habe ich ja schon gesagt gehabt, ich kriege ab und zu welche, aber eher selten, da habe ich eher diese Client-Probleme mit dem Wackelbild und sowas. Ansonsten mach mal ein Video über deinen PC. Da habe ich tatsächlich, glaube ich, eins mal gemacht gehabt. Wenn ich das finde, blende ich das hier einfach mal ein. Ansonsten machen wir noch weiter mit der Giveaway-Auflösung. Da haben ja viele drauf gewartet, jetzt der 1. Dezember. Ich habe übrigens Geburtstag, also ich will ganz oft Happy Birthday im Chat sehen. Ja, ist klar. Ansonsten würde ich sagen, lasst uns loslegen mit der Giveaway-Auflösung. Nun fangen wir an mit den ganzen Giveaway-Auflösungen. Insgesamt haben wir 3 Giveaways derzeit am Laufen. Das erste war bei Simply vs. Fossi im Video. Und zwar gab es da eine Flamme, eine Pet-Bücherkiste und ein Won zu gewinnen. Und da musstet ihr versuchen, meine Bilder zu erraten. Das Ganze machen wir aber ein bisschen einfacher, weil es dann doch echt schwer war, muss ich sagen. Meine Zeichenkünste waren echt katastrophal. Und ja, dann machen wir das so. Derjenige, der 1 richtig erraten hat in den Kommentaren, wird gewinnen. Also ich suche jetzt so lange, bis jemand 1 richtig erraten hat. Und dann hat sich das Ding schon erledigt. Hauptsache 30er Waffen, noch nie so eine sinnlose Challenge. Das ging ja darum, dass ich die Challenge erfolgreich mache. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Anderer Gewinner, du hast leider nicht gewonnen, weil du leider kein Wort richtig bestimmt hast. Nächste. Nix wieder. Einfach, du hättest mitmachen sollen. Dann hättest du gewonnen, Alter. Mein Gott. Nächste, der hat leider auch nicht gewonnen. Schade drum. Hier haben wir Pferd, Kampfrosch, Inventar, kleiner Feger. Ja, das erste Pferd ist an sich fast richtig, aber das vierte ist dafür richtig mit kleiner Feger. Also dementsprechend hast du gewonnen. Toll, Koya hat gewonnen. Also bitte melde dich einmal bei mir in Discord. Nächste Video war dann das Null Young Part 7 Video, da gab es 2 Won zu gewinnen und dann schauen wir mal, wer dort gewonnen hat. Der Gewinner von 2 Won wird sein Saltylon. Nice Idee, geht auf jeden Fall fit. Okay, wunderbar, du hast auf jeden Fall gewonnen, melde dich ebenfalls bei mir in Discord.
Und beim letzten Giveaway ging es ja darum, dass wir 3 EQ-Pakete verlost haben, die wir geschenkt gekriegt haben. Und da haben wir insgesamt 267 Kommentare gehabt und da hauen wir dann erstmal 3 Gewinner hier raus. Der erste Gewinner wird sein vom Video. Erstmal Hashtag Onigy war ja vorgegeben, das musste man machen. Nicer Typ, haha. Dex, du hast gewonnen. Einmal bitte bei mir melden. Der zweite Gewinner vom zweiten Paket ist Arnold Florian. Herzlichen Glückwunsch, du hast ebenfalls gewonnen. Und der letzte Gewinner vom Video dann ist Aliu. Ich sag dazu jetzt gar nichts. Aber du hast trotzdem gewonnen, auch bei dem wunderschönen Namen. Ansonsten an dieser Stelle war es das mit dem Video. Wie gesagt, dieses Mal waren halt mehr Fragen beantworten als Content selber. Aber trotzdem wollte ich das Ganze mal hier jetzt klarstellen. Und diese Fragen werde ich dann auch nicht mehr in den Kommentaren beantworten, weil ich kriege die halt wirklich jedes Mal. Und ich werde dann einfach nur noch auf dieses Video hinweisen am Ende. Ja, an dieser Stelle war es das dann mit dem Video. Falls ihr Tiger-Codes braucht, meldet euch gerne bei mir in Discord. Die Gewinner ebenfalls bitte bei mir in Discord melden. Ansonsten hau da rein, euer Simply. Ciao, Freunde.